Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 18. Mai 2020, 20:20 Uhr hier auf Lunaei. Ich habe auf eine aufregende Nachricht im Namen unserer werten Museumsdirektor Eugen zu verkünden. Zum Internationalen Museumstag hält das Museum vom 18. Mai bis 31. Mai eine Stempeljagd ab. Oh, klingt das nicht spannend? Ich hoffe, alle schauen ins Museum, im Museum vorbei und machen eifrig mit. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so schrecklich wie möglich zu gestalten. Danke, Melinda. Okay, eine Stempeljagd im Museum. Aha. Da müssen wir mal gucken, was das ist. Klingt interessant. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Um 20:20 Uhr ist es schon spät und es regnet. Ich habe heute tatsächlich. Guck mal, die Silvia. Silvia? Okay. Hab gehört, deine Hütte wächst fixer als eine Gewächshausgurke. Falls du nicht weißt, was du mit dem Platz anfangen sollst, kannst du dir das Geschenk hier hinstellen, musst du aber nicht. Dankeschön, Silvia. Cool. Und die Akademie, die ADSH, hat auch noch geschrieben: Herzlichen Glückwunsch, dein Haus ist gewachsen. Danke sehr. Und da unten, das hatten wir letztes Mal gar nicht mitgenommen, das nehmen wir auch noch mit. Von der ADSH. Vielen Dank. In die Tasche. Rang S, das war unsere Bewertung. So. Wir haben. Oh, da ist immer noch. Guck mal, Michelle spielt Animal Crossing. Grüße an dich, Michelle. Da ist immer noch was. Was war da noch? Ach, hier, Nook Shopping. Ah, genau, der E-Roller. Und mein Zuhause. Das war, glaube ich, ein Song. Genau, jetzt haben wir alles. Okay, cool. So, dann packen wir das mal aus. Gucken wir mal. Ich habe jetzt tatsächlich Stardew Valley heute noch nicht aufgenommen. Ich habe jetzt Animal Crossing vorgezogen, weil ich war noch unterwegs heute, da musste ein paar Sachen erledigen. Egal. Auf jeden Fall dachte ich mir, damit Tina noch off hat, spielen wir noch vor um 9. Der Reiskocher, cool. Nähmaschine, auch cool. Und dann kriegen wir noch ein paar Sachen gekauft, wenigstens. Und wir haben ja jetzt auch ein bisschen mehr Platz. Ich gehe erstmal rein und guck mir mal den Raum an. Ich würde dann das aber gegen Ende der Folge dekorieren. Oder anfangen. Auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall heute den Raum noch dekorieren. Cool, jetzt haben wir hier zur Rechten noch einen Durchgang. Coole Sache. Michelle ist online. Grüße an dich nochmal. Cool. So. Oh, ja, sehr gut. Ein leerer Raum. Ein leeres Zimmer. Cool. So, warte mal. Wir haben jetzt 400, also 80 Plätze noch dazu. Geil. Richtig gut. Das heißt, wir können erstmal einlagern. So, Paley-Muster-Bandana ins Lager. Dann Kirschblütenhaufen. Stimmt, den hatte ich noch dabei. Ich packe jetzt erstmal die ganzen Klamotten weg. Denn darauf habe ich ewig gewartet, dass das geht. Und dann können wir auch noch mehr Zeug holen. Voll cool. Strickweste geht ins Lager. Dann die Unirobe. Verstärker. Okay, hier können, genau. Den können wir mal hinstellen, platzieren. Das kommt schon mal ins Musikzimmer. Das wird hier das Musikzimmer jetzt. So, haben wir noch was? Teekessel, Reiskocher, Nähmaschine und E-Roller. Okay, nee. Der E-Roller kann nach draußen. So, Kükenkostüm ins Lager. Schleppe ich auch ewig mit mir rum schon. Footballhose geht weg. Dann haben wir hier Bleichjeanshose ins Lager. Oh mein Gott, endlich. Das ist so cool. Und alles dank euch. Vielen Dank. So, wir sind übrigens gerade bei 100 Abonnenten. Ich freue mich ganz doll. Das ist voll cool. Vielen Dank dafür an alle, die abonniert haben. Das macht mich dolle glücklich. Kann natürlich wieder runtergehen, kann natürlich sein, aber ich bin ganz froh darüber. Juhu, Dankeschön. So, gut, dann haben wir noch was. Hier, genau. Tonbeutel, der geht auch ins Lager. So, okay. Dann das Holz und so, das packe ich, das schmeiße ich, ja, trage ich erstmal noch mit mir rum, so ein bisschen. Jetzt gucke ich mal kurz, was man hier alles noch so aufklauben kann vom Rest der Wohnung, des Hauses. Alles, was so ein bisschen Musikthema hat. Und zwar hier das Schlagzeug. Dann könnten wir das hier auch nochmal ein bisschen, wenn das Schlagzeug schon fehlt, könnten wir das nochmal ein bisschen alles auflockern. Guck mal, wir könnten zum Beispiel auch dieses Ei wieder mitnehmen. Die E-Gitarre. So. Den Schädel lasse ich da mal noch stehen. Ich würde mal noch kurz hier reingehen. Da war doch das Xylophon. Dann packen wir erstmal alles zusammen in einen Raum. Genau. Ich würde, genau, den Hocker mitnehmen, das Xylophon. Dann die, ja, das Tischchen können wir auch mitnehmen. Und die Geige. Cool. Wir haben schon voll viel Musikinstrumente. Und wir haben auch noch was im Lager rumflacken, weiß ich. Müssen wir mal gucken. So, Musikraum. Ja. Cool, ein Musizierzimmer. Dann können wir da fein musizieren mit allen möglichen Instrumenten. So, ich packe jetzt erstmal alles hin.
Und dann gucken wir mal. So, Edelgeige platzieren. So, ich könnte es auch. Klammer mit. Wir machen es von hier aus. So, gehen wir erstmal von hier aus an die Tasche. Antiktischchen. Und dann können wir darauf auch das Metronom stellen. Taktmesser heißt das hier. Okay, können wir hier hochstellen. Zack. So, dann haben wir Schlagzeug. Dann haben wir. Hier ist ein Taktlampe, nein, Rockgitarre. Dann Klavierhocker. Dann Marimba. Marimba heißt hier, das ist ein Xylophon. So, Kirschblütenhaufen, nein, und Ocarina, können wir die? Können wir hinlegen, theoretisch, aber die würde ich nicht hinlegen. So, cool. Okay, dann gucke ich erstmal, dass wir den Boden und die Tapete machen. Oder was haben wir denn hier noch? Ist hier noch was? Genau, cool, hier ist noch ein Synthesizer. Geile Scheiße. Dann können wir noch. Was haben wir noch? Gibt es noch was? Weiß nicht, hatte ich nicht noch einen Verstärker irgendwie? Den habe ich eh schon stehen, aber ich hatte doch noch einen, glaube ich. War da nicht noch was? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, das ist alles, was noch da war. Gut, dann gehen wir mal erstmal zum Boden. Ich würde hier vielleicht. Irgendwas Schlichtes. Wir haben jetzt auch nicht so viel Böden, ehrlich gesagt. Ich mache hier mal so ein bisschen den Schädelboden, so als Rock. Rock-Dingsi. Und dann machen wir noch einen Teppich. Nö, ich habe jetzt keinen coolen. Vielleicht der rote. Können wir mal hinschmeißen. Okay. Und dann hier. Ich würfel jetzt erstmal zusammen, was ich habe, so. Und das machen wir dann mit der Zeit schön. Genau. Und hier vielleicht die Schädeltapete noch an die Wand. So. Okay, cool. Okay, gut. Dann lass uns mal ein bisschen dekorieren. Ich würde hier das Xylophon, das kommt hier irgendwo an die Seite. Und daneben packe ich mal das kurz. Einfach um. Kann der nicht mal stehen bleiben kurz? Der nervt. Ich packe die jetzt erstmal alle so aufgereiht irgendwie hin. So. E-Gitarre. Schlagzeug. Verstärker. Verstärker und Gitarre können wir eigentlich zusammenlassen. Das Ding könnte ich da vorstellen und die Geige so erstmal. Okay, das Schlagzeug würde ich ein Stück weiter in den Raum stellen, so. Einfach vielleicht hier so mittig. So. Und dann den Hocker, den packen wir dahin. Den Synthesizer drehen wir einmal und stellen ihn dahin. Die Gitarre, Quatsch, die Geige. Dahin und das kommt hier runter. Zusammen mit dem Hocker. Okay. Weiß ich nicht. Ist jetzt noch nicht so cool. Irgendwie fehlt da noch ein bisschen Zeug. Vielleicht können wir ja den hier kurz schnappen. Hier hinstellen. So. Ja gut, ich meine. Und das Schlagzeug hier vor. So. Der Teppich sieht kacke aus. Und irgendwie gefällt mir der Boden auch noch nicht. Und das Synthesizer macht keinen Sinn da, weil da ist der Eingang. Dann stellen wir den da hin. Und den Verstärker, den können wir ja hier lassen. Und die E-Gitarre stelle ich hier vor. Oder dann nach hinten in die Ecke. Erstmal so. Okay. Gut. Machen wir mal so. Okay, dann halte ich den kurz an hier. Weil der ein bisschen nervt. So, Dankeschön. Okay, können wir den hier? Nee, das ist tatsächlich einfach nur ein Verstärker. Cool. 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 Und dann können wir ja noch hier sitzen. Und. Cool. Ich mag das voll. So. Cool. Also, das nächste Mal, wenn ich Besuch habe, dann müssen wir hier reingehen und müssen ganz viele Musikinstrumente spielen.
verschiedene Sachen. Denn, oder wir stellen so eine. Vielleicht kann man die Musikinstrumente auch irgendwo draußen irgendwie vielleicht so eine, wie so eine Bühne. Und dann wird das kein Musizierzimmer, sondern stellen wir eine Bühne draußen irgendwie hin. Das ist eigentlich voll cool. So, ich packe mal hier die Menschen-Dingsbumsgestalt dahin. Die Switch, die kommt hier runter. Weil ich will dieses Ding da hochstellen. So. Okay, und hier die Kommode können wir auch darüber stellen. Warte mal. Oder vielleicht die Kaffeemaschine. Nee, ich finde eigentlich die Kommode ganz gut da drüben. So. Mist, ist es schon. Das war gar nicht die Kommode. Das war irgend so ein Werkzeugkoffer. Den können wir mal reinpacken ins Lager. Hier, die Kommode will ich. Okay, klar, Moment, ich muss mal drehen. Ja, das ist sie eh. Okay. So. Mist, ich muss auf die Zeit achten. Okay. Aber so geht's erstmal. So komme ich noch durch. Geht voll. Okay. Lass uns mal umziehen eben. Obwohl, nee, wir gehen eh zu Tina. Obwohl, ich habe gar kein Geld. Haha. Lass uns umziehen. So, einen Flechtschrank. Cool. So, jetzt haben wir ja mehr Auswahl. Ich würde vielleicht. Warte mal, können wir das sortieren? Nee. Heute ziehen wir uns ein. Guck mal, den Sternpulli hat Siggi manchmal an. Der ist voll cool. Guck mal, das Ding hat man noch nicht an hier. Das rosane. Obwohl, ich finde auch den Pulli toll hier, muss ich sagen. Pulli mit Kopfhörern. Den mache ich mal. Und dann vielleicht. Kleiner Moment, ich werde mal die Brille absetzen und den Hut. So, und die Hose auch. Okay. Ich mag den Pulli. Den hätte ich gerne noch in anderen Farben, muss ich sagen. Okay. Warte, warte, warte. Die Hose. Mach mal eine schwarze Jeans einfach. Den, oder eine blaue. Ja. Das ist schick. So. Das ist auch privat so, wäre das das Go-To-Ding, wo ich hingehen würde. So, unseren schicken Flickenhut. Und dann nehmen wir noch vielleicht ein Bärtchen. Volle Heinzelmann. Nö, ohne Bärtchen. Aber zurzeit bin ich auch, wenn ich nicht arbeiten muss, dann rasiere ich mich auch nicht. Dann habe ich auch ein Bärtchen immer. So, und dann noch einen Rucksack. Aber welchen? Der hier ist cool. Aber der passt nicht farblich. Der blaue, der ist zu hell. Der grüne, der sieht gut aus. Okay. Zack. Süß. Mag ich. Yay! Okay, cool. Freut mich. Wieder Platz. Voll gut. Und jetzt muss ich ein bisschen schnell Geld beschaffen. Damit wir, ne? Noch zu Tina können. Oh, es regnet. Mist, ich habe gar keinen Regenschirm bei. Lass uns mal einen mitnehmen. Ja. Ah, ich glaube, die gibt's hier nicht. Ich glaube, das sind echte. Das sind keine Outfits, die Regenschirme. Oder? Ich glaube, hier gibt's keine. Nee, die zählen als Gegenstände. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Dann ist es so. Dann lass uns schnell Geld beschaffen mit Kokosnüssen und allem. So. Dann müssen wir halt ein bisschen nass werden. Wir sind ja nicht aus Zucker. Ist ja gar kein Problem. So, ich mag unseren Weg hier. Das hier sieht noch knubbelig aus und kacke. Das müssen wir noch irgendwie schön machen. Hallo Koko. Na, den Regenschirm habe ich auch. Wie läuft es so bei dir, Hopsa? Erzähl mir was. Iguki, was hast du denn zuletzt so getrieben? Ich selbst? Das ist geheim. Oh, du brauchst doch nicht rot werden. Also, Koko. Du brauchst dich doch nicht schämen für deinen Körper. Und wenn du deinen Körper entdeckst. Oh Gott. Dein Kokoskörper. Aber die muss doch hohl sein, so wie sie aussieht. Das arme Ding. Wird sie von einem Fluch zusammengehalten? Ich weiß nicht, was da los ist. Ist das ihr Geheimnis? So. Hier kommen wir durch. Ja, stimmt. Hier auch. Okay. So, es gibt nichts. Kröti, Liliane, ich nenne sie mal Kröti, weil sie Kröti sagt. Wie läuft es so bei dir, Kröti? Sprich mit mir. Wer braucht schon einen Regenschirm, Kröti? Ich genieße den Regen, solange ich kann. Ja, du auf jeden Fall. Du als Amphibie, das hält deine Haut mal sehr frisch und feucht. Das ist angenehm. Vor allen Dingen Amphibien atmen ja auch durch die Haut. Das heißt, sie kriegt auch Sauerstoff, wenn sie im Regen steht. Freaky, ne? So. Cool. Die Blumen blitzen, sehr schön. Krass, ist da eine orangene Blume gekommen? Ach ja, die war da schon. Die hat sich da irgendwie wild gezüchtet. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man Blumen züchtet, Leute. Vielleicht erklärt ihr mir das. Muss man die nebeneinander stellen? Ich glaube ja. So, ist das Schiff da? Sieht nicht so aus, nein. Dann wieder zurück. Ich mag den Weg hier. Guck mal, hier ist ein bisschen fossil. Das können wir mitnehmen. Das ist ja kein Problem. So, wir machen es so. Genau. Oh, und unsere Schleuder ist kaputt gegangen. Fällt mir auf.
So, hat ein Fossil ausgegraben. Wunderbar. Hier muss ich nachher nochmal hinkommen. Ich will den Wasserfall vergrößern. Ich will den hier so ein bisschen größer ziehen noch. Von da oben. Sieht schön aus. Gar keine Früchte. Was ist los? Habe ich alle gestern geerntet. Das ist natürlich ärgerlich. Guck mal, da ist noch ein Pfirsich, ein trauriger. So, und hier vorne war auch noch einer. Okay. Gut, gibt's noch was am Strand? Nee. Aber dieser Museumstag, den muss ich mir mal angucken. Das ist der Rollstuhl, okay. Ganz ehrlich, ist es voll angenehm, wenn es regnet. Ich find's voll schön. Ich mag auch, wie die Sachen leuchten dann. So. Okay, Früchte habe ich gestern alle verkauft. Ups. So, vielleicht finde ich ja den Sterni-Stein. Und vielleicht sind ja die Fossilien wertvoll genug. Wir müssen mal gucken, dass wir noch wenigstens kurz zu Tina können. Es bringt nichts, den Baum zu schütteln, weil der würde uns die Orangen alle wegmachen. Deswegen lasse ich die da hängen. So, hier lang, guck mal, da gibt es Sternis. Und da gibt es auch noch ein Fossil. So, unser 10.000 Sterni-Baum sollte noch nicht fertig sein. Der müsste morgen groß werden. Das müssten 30.000 Sterne sein nochmal. Voll cool. So, dankeschön. Nochmal Fossil. Cool. Haben wir doch ein paar gefunden jetzt. Damit können wir schon mal was anfangen. Den Baum kann ich eigentlich schütteln da, glaube ich. Komm ich da durch? Ne, muss ich außen rum. Das sieht zwar schön aus hier alles, aber es blockiert alles den Weg. So, muss ich von hinten machen. Orange. Und dann einmal rum wieder. Gut, dass die Fackel trotzdem brennt, auch wenn es regnet. Die hat auch unendlich, ja, Gas oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas ist mit der. Die ist eine Dauerfackel. So, warte mal hier, das Ding. Das ist noch ein sehr schönes Fossil. Eigentlich, es wäre voll witzig, wenn sich die Tassen oder die Gegenstände, wenn die sich füllen würden bei Regen, wenn die draußen stehen, so. Weil offenbar ist die Tasse kaputt, die muss ein Loch haben oder sowas. So, hier schnell rein. Und gehen! Ich habe jetzt bloß mein Haus erstmal zusammengeworfen. Guck mal, der ist schon wach, der Gute. Sorry, hab einen Schluck Kaffee genommen. So, guten Abend, Nigoki. Willkommen im Museum von Lunae. Anlässlich des Internationalen Museumstags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Ich erläutere, die Insekten-, Fisch- und Fossilienausstellung verfügen über je 3 Stempelstationen. Exquisite Preise warten auf Sie, wenn Sie alle Stempelstationen der Ausstellung ausfindig machen. Dabei wartet jede Ausstellung mit ihrem eigenen Preis auf. Huhu, ist das nicht prächtig? Sie sollten sich während Ihres Museumsbesuchs definitiv einmal daran versuchen. Okay, da habe ich sehr großes Interesse dran, das mache ich auf jeden Fall. Was darf ich für Sie tun? Ich will erstmal Fossilien analysieren. Oh, was darf ich prüfen? Und zwar habe ich 4 Stück, 1, 2 und 3 und dann nochmal die 4. Bums, bitteschön. Im Idealfall hat er die alle schon, dann können wir die alle verkaufen erstmal. So, nicht nur ein von gleich mehrere. Okay, ihr Fonds sind überwältigende Güte, kein Zweifel. Wir haben selbst bereits solche Stücke. Er hat sie alle schon, sehr gut. Okay, ich komme gleich nochmal zurück ins Museum. Wir machen den Museumstag natürlich. Das ist gar kein Problem, aber ich gehe erstmal verkaufen und kaufen. Beziehungsweise, ich brauche ein bisschen Geld für die Klamotten, die ich eventuell kaufe. So 10.000 müssten reichen, 9.000 vielleicht auch. Wenn wir günstig sind, kommen wir mit 5 raus. Mal sehen. Je nachdem, was die Tina heute hat. Mal gucken. Wir gehen erstmal zu Nepp und Schlepp. Hallo, ihr beiden Tanukis. Die sind so süß, sind die süßesten, cutesten Viechers. Oh, hier, guck mal, die Wolli ist auch da. Hallo, willkommen im Nooksladen. Hallo, Wolli, erstmal. Auch gerade im Einkaufsbummel, Nigoki. Ganz kurz, jedes Mal, wenn ich die Bewohner jetzt anspreche, dann singen die Hymne, die ich komponiert habe. Vielleicht sollte ich das doch mal ein bisschen umkomponieren. Ich komme immer gern hierher, Wuschel. Lass uns plaudern. Wenn ich nach süßen Accessoires oder coolem Kram suche, bin ich wieder so happy und so weiter. Ich meine, wenn ich das alles nur sehe, fühle ich mich schon wie ein echter Star. Frag mich, ob der ganze Glitzerkram hier auf mich abfärbt. Nö. So, willkommen, Nigoki. Herzlich willkommen. Was darf ich für dich tun? Ich will was verkaufen. Nepp und Schlepp. Sehr gerne, was hast du anzubieten? Zeig doch mal. Und zwar kannst du das hier haben. Spinosaurus-Kopf oder sowas. Pfirsiche, Diplo-Dingsbums, das hier und das hier. Und das ist so ein bisschen was. Ist doch gar nicht verkehrt. Bitteschön. Oh, da ist ja einiges dabei. Ich rechne mal kurz durch. So, 17.800 Sterne. Vielen Dank. Das ist genau das, was ich brauchte. Super. Guck mal, hier gibt es ein altes Oldschool-Telefon. Voll cool. Und ein Bett haben sie. Okay. Zeig mal her, das Oldschool-Telefon. Das ist ein W-Scheibentelefon. Genau. Der Preis beträgt 640 Sterne. Gib her.
Vielen Dank für den Einkauf. Dankeschön. Ich bestätige ihn mit 640 Sternis. Ja. Sag mal, was hast du denn für Blumen heute? Zeig mal her. Interessanter Artikel im Regal? Ja, eventuell. Sag mal, vielleicht... Cool, der Regenschirm ist cool. Kabuki-Schirm. Der sieht cool aus. Ich nehme den mit. Brauche eh gerade einen. Ja, nehme ich. So cool. Ja, ist voll selten, dass wir einen Regenschirm kaufen. Aber heute ist es soweit. Rot-Cosmea, Triumph-Tulpe, Viridium-Tulpe. Okay, Cosmea und Tulpen hat er gerade. Und Veilchen. Veilchen waren ja auch noch. Alpenveilchen sind etwas schön. Pfingstveilchen, die könnte ich mir noch holen. Davon nehme ich mal noch. Die sind schön. Dann nehme ich mal 5 mit noch. So, danke für den Einkauf. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. So, Nepp und Schlepp, vielen Dank. Ich will jetzt hier nichts von. Was ist denn das denn? Das ist ein Türschild offenbar. Sieht auch lustig aus. Keine Ahnung. Na gut. Dann, ich komme vielleicht später nochmal. Ihr habt ja noch ein bisschen offen. Ich glaube, die sind bis 10 offen. Das geht. Bis 22 Uhr. So. Das war erfolgreich. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt erstmal ganz kurz zu Tina. Und dann würde ich ins Museum zurückhuschen. Würde mal diese Station suchen. Das ist eigentlich cool. Außerdem haben wir das lange nicht gemacht. So, die hat noch offen. Gott sei Dank. So, schnell rein. Hallo, Tina. Tina. Hallo. Ich will wirklich noch Stardew Valley bringen heute. Ich versuch's. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Mensch, du Igeldame. Komm mal her. Wir müssen heute mit Sina reden. Sina. Es freut mich ja sehr, dass du so ein treuer Kunde bist, aber ich habe noch eine Unmenge Arbeit zu erledigen. Vielen Dank für dein Verständnis. Egal, wir reden nochmal mit dir. Tina. Hey, Tina. Hier ist ein Kunde, der deine Hilfe braucht. Hm? Oh, natürlich. Komm du zu mir rüber. Ich kann dir bestimmt helfen. Okay. Sieh dich in aller Ruhe um. Okay. Ich will aber was von Sina. Wie schon gesagt, es ist nett von dir vorbeizuschauen, aber ich habe Unmengen an Arbeit zu erledigen. Okay. Also, aber sie sagt schon mal, es gibt jedes Mal einen neuen Dialog. Cool, gibt's Hexenhüte? Oh, es gibt Hexenhüte. Dann mal fett zuschlagen hier heute. Gar kein Problem. Los, rein mit uns. Ich habe auch Platz im Lager. Alles gut, Hexenhüte. Oh, cool. Guck mal hier. Die Business Blazer sehen eigentlich witzig aus. In rot-schwarz. Hey, sexy. Guck mal, der ist auch voll mit so einem V-Neck. So ein bisschen. Guck mal, grau-weiß ist auch cool. Die finde ich alle cool, muss ich sagen. Ich nehme mal den mit und dann... Wir machen heute 2 Runden. Karo-Kleid? Nee. Eichel-Strickmütze? Ganz ehrlich, die sieht lustig aus. Die ist süß. Cool, die sind Hexenhüte. Okay, das ist auch geil. Hexenhut in schwarz, in weiß. Den roten haben wir jetzt schon. Und in blau. Ich nehme mal den weißen mit jetzt, die Runde. Coole Sache, ich liebe den. So, und dann haben wir hier, guck mal, hier gibt es noch Haarbänder. Die sind auch cool. Die gab es auch schon mal. Und Schweinchennase. Lustig, die Schweinchennase nehme ich. So, warte mal, dann... Obwohl. Die passt nicht so richtig. Ist egal, ich nehme die Schweinchennase. So, und Schuhe, was haben wir für Schuhe? Cool, ich finde die schön eigentlich. Herzenschuhe, ich glaube, die haben wir schon. Oder irgendwelche davon haben wir schon. Oder die grünen. Ich nehme mal die blauen mit noch. Die sind eigentlich schön. So, möchte ich zur Kasse gehen? Ja. Und ich trage das gleich. Ja. So, aber ich gehe nochmal rein. So, wow, das sieht ja spitze an dir aus. Danke. Das ist ganz freundlich. So, und möchtest du Umkleideraum? Ja. Ich gehe nochmal rein. Ich werde noch den schwarzen Hexenhut kaufen. Und noch den anderen Blazer. Ich habe jetzt den grauen. Und dann nehmen wir mal noch den roten. Die Schweinchennase sieht halt echt stupid aus. Jedenfalls zu dem Outfit. So, eine Hose. Cool, hier gibt es noch Outdoor-Chinos. Die haben wir jetzt gar nicht gehabt. So großartig. Vielleicht in grün oder in braun. Braun ist gar nicht schlecht. Die können wir mitnehmen. Und dann... Vielleicht nehme ich noch so eine Pimmelmütze. Keine Ahnung. Aber ich nehme mal den schwarzen Hut jetzt. Genau. So, Schweinchennase habe ich schon gekauft. Die wird mir, glaube ich, gar nicht mehr angezeigt. Doch, wird sie noch... Okay, Gurkenmaske. Die haben wir aber schon. Okay. Okay, vielleicht können wir noch eine Brille mitnehmen. Hier die schwarze iPhone-Brille, die habe ich glaube ich schon. Aber vielleicht eine violette. Die setzt sich einfach auf die Schweinenase rauf. Okay, alles klar. Ich hatte gehofft, dass die Schweinenase damit weggeht, aber es ist nicht der Fall. So, vielleicht hier noch die Pantoffeln, die blauen. Oder die roten. Die sind eigentlich süß, die habe ich noch nicht.
Und dann sind es bloß noch Riemchen, das sind Frauenschuhe. Okay, alles klar. Jo. Hallo. Sieht gut aus, vielen Dank. Na dann. Cool. Der Hut, der gefällt mir richtig gut. Da gibt es noch Prinzessinnenkleider, aber das ist okay. So, bis dann, ja. So, ich werde mal... Ich bin jetzt nicht ganz zufrieden mit dem Outfit. Aber wir haben schon mal gut eingekauft. Und die Hüte wollte ich sowieso haben, die Hexenhüte. Deswegen würde ich erstmal kurz hier runterhuschen. Warte mal, wir können hier mal ein paar Blumen setzen. Einfach, weil wir hier gerade welche dabei haben. So, Pfingstpfeilchen pflanzen. Dann hier. Pflanzen. Und dann hier. Pflanzen. So, und dann ist hier frei und dann pflanzen wir hier noch welche. Pflanzen. Und pflanzen. So. Cool. Dann haben wir da Pfingstfeitschens. Ich mag die. Ich mag auch die hier, die sind auch schön, muss ich echt sagen. Und der Rockerzwerg ist auch cool. So, okay, warte mal kurz, umziehen. So, eine Kühlbox. Soll ich mich umziehen? Aber ja. Aber ja doch, bitte. So, warte mal, wir nehmen erstmal die Schweinenase ab. Die ist zwar süß, aber jetzt nicht gerade für den Moment geeignet. Vielleicht nehme ich den einfachen Pulli in Rot. Heute. Ne, warte mal, wir nehmen den in Schwarz. Ich liebe die Pullover, ich liebe die. Die sind einfach süß. So, okay, nee, warte mal, hier. Die Rowdy-Jacke, die passt zu dem Hut. Da können wir den Hut tragen. Und, warte mal, haben wir noch eine Brille? Kleinen Moment. Jo, aber keine violette. Hm. Ist nicht schlimm. Wir machen es einfach so. Wir gehen heute blind. Weil ich sehe ja für ihn. Und dann nehmen wir hier diese Hose. Die ist sehr rockig, sehr schön, aber die Schuhe passen halt nicht. Kleinen Moment, die nehmen wir für, ach, die sind auch geil, die Derby-Schuhe. Die hätte ich auch gerne noch in den anderen Farben. Hm. Aber wir bleiben bei Schwarz-Rot. Okay, vielleicht ein bisschen. Hier so eine Slippers. Okay, die Hose gefällt mir noch nicht so ganz. Warte, kleinen Moment. Wir bleiben schon bei einer schwarzen Hose. Aber sowas ist besser. Okay, das ist okay. Ich mag das. Warte, wir brauchen noch einen Rucksack. Warte mal, brauchen wir Socken vielleicht? Socken zu Sandalen. Das wäre sehr deutsch. Aber nein. Lass mal, wir gehen barfuß. So. Und dann noch die Tasche, machen wir rot-schwarz. So, zack. Perfekt. Stylo. Cool. Bums. Vielen Dank. Sehr schön. Und wisst ihr, was mir gerade kommt? Ich hab mal eine Idee. Warte mal. Wir werden mal kurz versuchen, hier eine Baugenehmigung zu bekommen. Für den Strand. Ich weiß nicht genau, ob das hinhaut. Wir gucken mal. Bauarbeiten beginnen. So, Baugenehmigung. Ja, den Helm trage ich sehr gerne, gar kein Problem. Aber kann ich denn theoretisch hier irgendwas hinschmieren? Geht das? Sandweg. Warte mal, wie sieht denn der Sandweg hier aus beim Sand? Kann ich nicht. Ich glaube, das geht nicht. Nee. Nee, nee, nee. Du kannst nur... Okay, schade. Weil ich dachte vielleicht, eventuell kann ich hier so einen Platz machen. Für das Lagerfeuer. Aber wisst ihr was, das Lagerfeuer, das könnte ich eh mal ein bisschen... Hier so... weiter vorschieben. Das ist so ein bisschen... Ne? Damit wir es hier auch warm haben, wenn wir abmoderieren. So. Okay, schade. Ich dachte, ich kann hier so wie so einen Platz anlegen. Mit den Baudingern. Aber egal. Denn, okay, wenn wir hier jetzt eh schon mal hier sind, ich würde den Weg hier da lassen. Ich würde den Bus nochmal neu setzen. Weil der sieht eigentlich schön aus. Ich mag den Weg. Und dann können wir den auch noch ein bisschen hier hochziehen. Eventuell zu dem Haus. Hm. Keine Ahnung. Kleinen Moment, wir bleiben auf jeden Fall bei dem Terrakotta-Weg, so. So, den fangen wir mal an, hier hinzuschmieren. Okay, das sind drei immer beim Hauseingang. Und dann mache ich aber... Das ist immer schwierig, ich weiß immer nicht. Theoretisch könnten wir hier auch noch einen Zaun hinpacken. Ich würde den mal so... Vielleicht. Genau, wir machen den so breit. Und dann geht aber hier der Weg runter. So, ich gehe erstmal runter damit, ganz in Ruhe. Mach dann die zweite. Ich guck erstmal, wie der verläuft so. Und ob wir einen Baum vielleicht wechseln müssten. Theoretisch. Aber ne, sieht gut aus. Da müssten wir vorbeikommen. Ja. Okay. Okay, da kommen wir direkt auf den Baum zu. Aber ich könnte den theoretisch auch um den Baum rumlegen. Das müssen wir sowieso machen, weil wir hier dann rüber müssen. Aber ich glaube, der Baum steht trotzdem im Weg. Kleine Sekunde mal bitte. Oh, hier waren noch Sternis. Warte mal, den nehme ich natürlich noch mit. So.
Vielen Dank. Dann werde ich das mal eben fällen. Okay. Sorry, der muss weichen. So, das Holz nehme ich mal mit. Cool, da gab es noch Nukmine für. Nukmine sind toll. Die mag ich sehr gerne. Guck mal, der kommt ja direkt auf den Baum drauf, der Weg. So. Schwupps, dann haben wir das wieder geklärt. Und dann gehen wir hier zurück auf unseren Terrakotta-Weg. Cool. Gut, da können wir nämlich hier in Ruhe noch nach unten gehen. Sonst wäre der zu eierig geworden, der Weg. So. Ich würde dann vielleicht... jetzt wäre es interessant. Machen wir noch einen Zaun oder machen wir keinen? Ein Zaun für Coco wäre eigentlich cool. Warte mal. Kleinen Moment. Ich habe ja ein bisschen... Kleinen Moment. Okay, also die Zäune bestehen hauptsächlich aus Stein und Holz. Wenn wir jetzt ein bisschen Steine klopfen und ein bisschen Holz, dann müsste das gut funktionieren. Oh nein, da fliegt... Ich sehe schon, da fliegt gerade ein Dings. So ein Päckchen. Ich brauche mal kurz... Ein paar Äste. Gib mir mal ein paar Äste. Ich will mal schnell hier in die Dings machen. Okay, das müsste reichen. Eine Schleuder. Ich habe gesehen im Schatten, da fliegt eine... ein Geschenk rum. Ich brauche eh eine neue Schleuder. So, warte mal. Machen wir die schnell. Wo ist sie? Da. Was fehlt? Hartholz. Scheiße. Okay. Gut. Hartholz. Villa. Ja gut, ich glaube, das verpasse ich, das Geschenk. Das werde ich nicht schaffen. Zwei Hartholz. Gucken wir mal. Da fliegt's. Da war eins. So, doch, da sind sie. Okay, sehr gut. Ja, okay, ich werde jetzt auch wieder anfangen, Holz einzulagern, so. Das ist voll wichtig. Und vielleicht auch mal dann wirklich gucken, dass ich nicht jeden Scheiß kaufe, aber halt nur die Sachen, die ich gut finde, so. Okay, Schleuder herstellen, schnell. Los, zack, beide. Ich hätte auch eine kaufen können vorhin, aber warum? Die können wir auch herstellen. So, jetzt schnell. Cool, das war genau richtig. Mist. Wo ist sie jetzt? Da. Nee, da. Sie ist nicht registriert, weil der Schirm sich registriert hat. Ist aber auch okay, den können wir gleich benutzen. Mal den Schirm weiterhin. Na komm. Hä? So, das sah auf jeden Fall komisch aus. Egal, aber hat geklappt. Und das war's. Zeig mal her. Paar Punktkniestrümpfe. Okay, cool, dankeschön. Lustig. Warte mal, ich werde mal kurz den Schirm auswählen. Der sieht süß aus. Krass mal, der macht einen voll mit Sugar, wenn man so dreht. voll der Hypnose-Schirm. Okay, genau, wir wollten noch weiter Holz sammeln und hier genau noch ein bisschen Schirm. Also, Schirm, schippen. Wir wollten schirmen. Den Stein wollten wir erschirmen. Und gucken, welche Ressourcen er für uns bereithält. Eventuell habe ich eh noch Ressourcen zu holen. Ah, Geld. Geld nehme ich auch sehr gerne. Cool. Das ist natürlich sehr cool. Vielen Dank. Das war gar nicht wenig. Dann haben wir den Geldstein schon gefunden für heute. Cool. Das können wir natürlich, das ist hilfreich für die Brücke. Das sollte helfen erstmal. Okay, ich werde den Weg jetzt hier dann noch fertig machen. Aber ich will auch das Museum machen. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was ich machen soll zuerst. Da ist Crocky. Ich habe jetzt den Weg angefangen. Lass uns mal kurz den Stein da unten klopfen. Hier. Oh, ja, was los? Hey, hör mal. Ich hoffe, dir kommt jetzt nichts ungelegen, aber ich hätte was für dich. Warte kurz. So, ein Kofferplattenspieler. Okay, den hatten wir schon mal. Aber danke. Sehr freundlich. Ich bin immer sorgsam damit umgegangen, deshalb sieht das Ding wie neu aus. Viel Spaß damit. Oh, es ist schon gebraucht, meinst du? Das ist aber freundlich, Coco. Ich glaube, wir hatten schon mal sowas. Das habe ich da oben beim Campingplatz hingestellt. Nee, das ist Quatsch hier. Warte. Machen wir hier. Nee, ist auch Quatsch. So, der müsste gehen. Okay. Okay, da kam ein bisschen Eisen raus. Schon mal gut. Eisen ist praktisch. Okay, einiges an Eisen sogar. Mal gucken, was wir da für einen Zaun machen für sie.
Aber ja, mit den Zäunen und den Häusern haben wir noch zu tun. Ich will die auf jeden Fall noch schöner machen. Die sind jetzt erstmal bloß so hingestellt. So, keine Ahnung. Guck mal, ist das nicht auch so ein Koffer? Warte mal, wir packen jetzt hier mal das Kofferradio daneben. Kofferplattenspieler platzieren. So. Das ist wie so ein Reisegepäck. Das können wir eigentlich auch umdrehen. Ist ja auch egal. Warte mal. So. Tja, haben wir einen geschlossenen und geöffneten da in der Nähe vom Flughafen. So. Gucken wir mal, was geht. Ob überhaupt schon was geht. So, was soll ich tun? Etwas herstellen? So, gucken wir mal nach den Zäunen. Die sind alle hier, glaube ich. Hier müssten die mit dabei sein. Nee. Kleine Sekunde. Hier, okay. Wir könnten sowas machen. Feldsteinmauer, okay. Seilzaun, okay. Was brauchen wir? Eisenerz. Japanmauer, die ist bei mir. Die behalte ich auch. Wir könnten auch so ein Stacheldraht machen für irgendjemanden. Weidenzaun, der braucht halt Holz, okay. Und das Ding braucht Steine, 4 Stück. Hm. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich die Feld... Okay, ich mache mal eine Feldsteinmauer. So. Jo, das war's erstmal. Dankeschön. Okay, und dann gucken wir, dass wir vielleicht eins der Häuser schon mal umzäunen. Hier oben vielleicht. Ja, dann mache ich hier so einen kleinen Zaun erstmal hin. Fange ich hier hinten an. Okay, Moment. So. Okay. Hm, das geht eigentlich. Das ist okay, da kann man nicht mehr langlaufen hinten. Aber dann hat man wenigstens so einen kleinen abgeschirmten Bereich. Das ist okay. So, ich würde hier aber noch ein Stückchen weiter raus. So, dass man hier noch... Aber wirklich durchlaufen kannst du ja auch nicht mehr. Dann müssen wir hier freilassen. Hm. Nee, es macht keinen Sinn. Wir müssen... Das müssen wir aufnehmen. Das muss echt ein knapper Zaun sein, einfach nur. So umrandet einfach. Das Ding ist... Ich habe jetzt... Wie viel habe ich denn jetzt noch? 5, okay. Ich mache jetzt mal so, dass wir es auf beide Seiten gleich kriegen ungefähr. So. Der ist doch voll niedrig, der Zaun irgendwie. So. Und dann 4. Hm. Okay, ich habe damit angefangen, kann man sagen. Das Ding ist so, der Busch muss wahrscheinlich weg hier. Die kann ich vielleicht nochmal umstellen, die Büsche. Wie viel habe ich jetzt noch? Noch einen. Okay. Hm. Ich stehe mal auf die Seite, dann kommt man da erstmal noch rüber. Und die Büsche müsste dann vielleicht mal umstellen irgendwann. Ja, so geht's. Keine Ahnung, das Blümchen hier ist nämlich mal mit. Das können wir eventuell verkaufen. Aber ich mag den Weg schon. Den würde ich jetzt noch fertig machen schnell. Und wenn nicht, dann müssen wir den eh nochmal anpassen. Ich würde den jetzt hier rüberziehen und dann da runter. So, und der stößt dann hier drauf quasi. Warte mal, dann ziehen wir den von hier aus weiter erstmal. Ja, machen wir hier so. Okay. Ja, das geht eigentlich. Oh nein, lass doch. Das war doch okay. Das ist doch gar kein Problem. Können wir das so lassen. So. Guck mal, da oben kannst du dir dann easy verbinden. So. Muss dann bloß noch 2 dick werden und dann ist es super. Hier würde ich jetzt rübergehen. Cool. Ja, das ist ja cool. Man, dafür sind die Wege halt super, weil wenn man die Häuser erstmal hinstellt und dann die Wege zieht, dann wirkt das alles natürlicher irgendwie. Finde ich. Ich meine, klar, du hast da damit auch voll lange Straßen so, aber das ist ja dann quasi das Verkehrsnetz so. Ist eigentlich cool. So, hier runter. Oh, nein. Und ich würde die Wege dann immer versuchen, 2 breit zu lassen, so. Das ist eigentlich ein angenehmer, ja, Durchgang. Außer an Stellen, wo es nicht geht, da muss ich das halt schmaler oder breiter machen. Mal gucken. So, hier runter. Cool, voll geil. Das müssen wir dann noch verzieren natürlich. Vielleicht können wir die Bäume hier in der Gegend auch da so rumstellen quasi, so wie eine Allee. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man eine Allee hat, die nach oben verläuft. Das sieht bestimmt cool aus. Warte mal. Hier müssen wir nochmal gegenwischen. So, und dann hier. Ja, cool. Perfekt. So, und hier runter. Terrakotta-Weg. Ich mag den halt auch. So, jetzt ist 21 Uhr. Jetzt hat Tina zu.
Das hört man dann immer am Glockenläuten. So, ich würde hier unten dann auch nochmal schöner machen. Gut, klar, jetzt ist jetzt hier mit dem... Warte mal, das sieht irgendwie scheiße aus. So. Wir können es ja so machen und dann... Die Ecke hier, weiß ich nicht. Die machen wir neu. Und die Ecke... Machen wir auch neu. Und die hier auch. Ja, dann ist das hier so ein, Weg, der hier hochgeht und dann kannst du hier hoch. Krass, und die scheinen die auch zu benutzen, die Bewohner. Also ich mag das. Voll cool. Voll geil. Coole Sache. Und ich mag auch, wie sich das anhört, wenn wir darauf rumlaufen. Mit den Schlappen. Blapp, 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 blapp. Voll cool. Yay! Cool. Okay, gefällt mir. So. Ich könnte noch ein bisschen was einsammeln hier. Theoretisch. Das könnte ich auch tun. Aber was habe ich denn noch dabei? Warte mal, Kirschblütenhaufen. Okay, den können wir auch nochmal wieder neu hinstellen irgendwo. Vielleicht hier mit hin jetzt. Irgendwie. Hier so. So, warte. Ah, E-Roller, genau. Den können wir auch nochmal hinstellen, platzieren. So, okay. Vielleicht können wir den noch ein Stückchen... Nee. Egal, dann kommen wir... Warte mal, ich will den ein Stück weiter hinten haben. So, nochmal. Platzieren. Ja, ist okay. So, und dann haben wir doch den E-Roller. Den können wir nochmal mit irgendwo hinstellen. Den würde ich vielleicht hier so... Stellen wir mal in den Baumstumpf hin. Hier ist eine Taglampe. W-Scheibentelefon. Hm. Das wäre eigentlich cool, wenn wir den auf den Baumstamm stellen könnten. Das wäre dann so wie so ein Baumtelefon. Geht das? Platzieren? Nee, schade. Okay. So, aber... Nähmaschine, Reiskocher, Teekessel... E-Roller. Den Teekessel habe ich auch schon mal. Der E-Roller ist cool. So, pass an. Dann drehen wir den mal. Oder warte mal. So ist eigentlich cool. Lass mal den so. Können wir den benutzen? Nö. Okay. So, warte mal. Das stört mich hier voll. Das muss man irgendwie besser hinstellen. Ich glaube, ich würde auch diesen Stein hier... Den würde ich gern wegmachen, muss ich sagen. Der stört mich da ein bisschen. Schüttel doch mal hier. Kannst du das? Ja, kann er. Sehr gut. Ich würde mal ganz kurz eine Orange essen. Der Stein muss neu auftauchen irgendwo. Und dann hier die Schaufel auswählen. Dann kann der hier erstmal weg. So, zack, weg. Oh, die Schaufel hat es auch dahin gerafft damit. Aber so ist es dann eben. So. Okay. Da war noch ein bisschen was drin. Ist okay. Dann kann ich hier noch das Ding hinstellen. Den anderen Pool. Warte mal, wo ist denn der Whirlpool? Platzieren. Cool. So, warte. Den stellen wir noch ein bisschen runter. Und dann noch ein Stück nach da. So, ich lasse ihn erstmal hier stehen. Ich mache dann irgendwann noch einen Weg dazu. Ich will jetzt aber erstmal das... oh, hier kommen wir nicht mehr durch. Die Museumstour machen. Mir das angucken. Da gehen wir jetzt mal hin. Gehen wir erstmal raus aus dem Baumodus. So. Wir müssen auf jeden Fall die Steinmauer irgendwann noch fertig machen. Aber das können wir dann später machen irgendwann. So, erstmal hier raus. Bin gespannt, was das für Belohnungen sind, die man da kriegt. Das wäre interessant. Was ist da gerade gehüpft? Irgendwas ist da gehüpft. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Insekt oder sowas. So, hier schnell rein. Flups. Coole Sache. So, hallo Eugen. So, ich würde hier mal... Also, er meinte die drei. Also, Kunst ist nicht dabei, aber... Ich fange mal mit den Schmetterlingen an. Wir müssen irgendwelche Stationen finden, offenbar. Stempelstation. So. Guck mal da, da hängt ein... Cool. Lustig, guck mal hier, die Böcke, die sitzen da. Okay. Das sieht aus wie so eine Stempelstation hier. Stempelstation, Ruhebank. Manchmal ist es ganz schön, eine kleine Verschnaufpause auf der Bank einzulegen. Cool. Dann haben wir den Stempel.
So, ah, Schmetterlingsgarten und Tarnkrabbler. Ich verstehe. Also es gibt verschiedene auf den. Hier ist die Ruhebank, okay, cool. Gechillt. So, warte. Und hier. Zeig mal her. Sind die Schilder? Sagen die mir was? Hä, Leute, der Keukarpfen schwimmt da hinten. Also die Fische können hier auch lang schwimmen. Voll cool. So, warte. Wir gehen mal hier hoch. So, vielleicht hier noch einmal rum. Hier sieht aus wie ein Schmetterlingsgarten, aber da kommen die Spinnen runter vor allen Dingen. Oh, warte mal. Was ist denn das hier? War das was? Nee, sah aus wie so ein. Wie so ein irgendwas, aber es war nichts. So, ich gehe nochmal kurz hier runter und guck mal hier lang. Aber ich glaube, da war genau, da ging es da lang. Gut, dann gehen wir da oben weiter. Voll schön, voll viel Keulkarpfen auf einmal hier. Ich habe bloß einen abgegeben und die haben sich alle vermehrt. Vor allem, dass die auch bei den Schmetterlingen jetzt chillen, ist voll schön. So. Genauso wie die Sardinen. Ach, krass. Lol. Bin ich auch noch nicht gewesen. So richtig. Ih, hier ist die Vogelspinne. Krass. Okay, ah, doch, hier war ich früher mal. Weiß ich noch. Hier ist ein Stempelding. So, Tarnkrabbler. Krabbeltiere, Meister der Tarnung. Cool. Zack. Sehr schön. Und dann gehen wir mal hier gucken. Okay. Das sind halt alles noch voll viele leere Schränke bei mir so. Guck mal, da oben hüpft ein Gras. Ist voll schön gemacht. So, ganz ehrlich, das sieht so toll aus. Voll cool. Wow. Da haben auch die Puppenlarven und so. Also da ist das schon geil. Guck mal, hier könnte man theoretisch noch runtergehen irgendwie. Aber einer fehlt uns noch bei den Insekten. Mal gucken. So. Ah, hier ist der Schmetterlingsgarten. Okay. Oh, es ist so krass schön. Und da ist auch das letzte Ding. Oh mein Gott, Leute, das ist so schön. Kann ich die Kamera drehen? Nee. Aber ey, wirklich, wirklich toll. Guck mal hier, der Schmetti und der hier. Die sind so toll, die sind so süß. Okay, so, wir gehen erstmal in den Stempelautomaten. Schmetterlingsgarten, da ist der letzte. So. Auf einer Bank am Springbrunnen sitzen. Viel besser ist, kann es eigentlich nicht werden. Das sieht echt toll aus. Das ist halt einfach so. So, Schmetterlingsgarten haben wir damit auch. Sehr gut. Alle Insektenstempel gesammelt. Cool. Heißt das jetzt, wir können jetzt raus? Ich denke schon. Erstmal. Komm mal, der Marienkäfer saß da auch. Voll cool. Ah, es ist so toll gemacht, ganz ehrlich. Und hier ist so ein Wasserkäfer. Stimmt, den hatten wir auch schon mal. Süß aus. Die Wespen sind bestimmt da oben in dem Baum da, in dem Wespennest. So. Gucken wir, ob wir schon was kriegen dafür. Hallo Eugen. Was sehen meine nachtaktiven Augen? Sie haben die Stempeljagd der Insektenausstellung bewältigt. Es freut mich zu hören, dass Sie die Insektenausstellung so gründlich erforscht haben. Für mich wäre das ja nichts. Nu, denn hier wäre dann der Preis, den Sie sich somit redlich verdient haben. Cool. Dankeschön. Im Folgenden erhalten Sie einen Stempel, der die Komplettierung dieser Stempelsammlung attestiert. Oh, cool. Sehr gut. Falls Sie heute noch andere Ausstellungen besuchen, sollten Sie auch dort die Stempelsuche auf Stempelsuche. Eine diskutierte Person wie Sie weiß diesen. Ach, distinguierte. Diskutierte. Eine distinguierte Person wie Sie weiß diese Kombination aus Kultur und Kurzweil gewiss zu schätzen. Ja, das kann gut sein. So, warte mal, zeig mir mal, was du überhaupt gegeben hast. Insektenwandschmuck. Aha, cool. Insektenwandschmuck. Dann gehen wir jetzt zu den Fossilien. Gehen wir da erstmal. Gucken. Komm mal, hier ist vielleicht der erste. Das war ja easy. So, Wirbeltiere. Die haben mal Rückgrat. Das stimmt wohl. So, cool. Easy. Dankeschön. Gut, hier waren wir erst vor kurzem drin. Aber da waren noch keine Stempelboxen. Da, guck mal, da ist so ein Hai. So eine Hai-Skulptur. Ich weiß gar nicht. Megalodon. Das ist ganz schön klein für so ein Megalodon. Guck mal, hier ist schon der nächste. So. Die sind ja relativ einfach. Was? Pterosaurier. Okay. Das sind Flugsaurier halt einfach. Kreaturen, die tatsächlich keine Dinosaurier sind, Teil 2. Dankeschön. So, und dann gehen wir mal hier hoch. Und dann, ich glaube, das andere ist rechts in dem anderen Raum. Müsste sein. Hier vielleicht rüber. Dann
Das haben wir, glaube ich, alle da. So. Cool, krass, das Mammut. Auch krass aus. War noch nicht richtig angeguckt, eigentlich. Aber wo ist die Box? Krass, krasses Teil, eigentlich. Ja. Da oben vielleicht. Warte mal. Hier, ist das eine? Nee. Nee, da komme ich her. Okay, hier gibt's keine. Dann gehen wir mal da durch. Wie es klackert, ey, wenn er läuft. Auf dem Boden, voll lustig. So, ist hier vielleicht noch eine? Nee, die habe ich schon. Oder? Habe ich die schon? Nee, habe ich nicht. So, ausgestorben. Was ist da oben an der Decke? Hast du sicher... hat sicher nichts zu bedeuten. Ach krass, da oben ist ein Meteorit angebracht. Mir gar nicht aufgefallen. So. Alle Fossilienstempel gesammelt. Cool. Das ist voll geil. Gefällt mir voll. Dann gucke ich mir auch die Dekos noch an, auf jeden Fall. Wenn es Wanddekos sind, dann müssen wir halt nach Hause gehen dafür. So, und dann hier raus. Jo. Und dann, ja, ich werde so nach und nach die Straßen halt verbinden, alle. Dann gehen wir noch zu den Fischen. Wie ihr guckt. Wir machen einfach beide jetzt zusammen. Müssen wir nicht immer einzeln mit ihm reden, so. Die ganze Zeit. So, da sind die Fischis. Da waren wir auch erst vor kurzem. Dann gucken wir erstmal hier durch, hier lang. Das sieht so toll aus, ich mag den Platz hier voll. Guck mal da oben. Da ist schon eine. So, zack. Gebiet. In verschiedenen Bereichen eines Flusses leben auch verschiedene Fische. Wow. Cool, Quellgebiet. Sehr gut. Süß. Freut mich. Thank you so much. Dann gehen wir hier lang. Also das, ich glaube, der Insektenbereich ist am größten so von allen. Oh, das ist auch toll hier, ganz ehrlich. Mit diesem Ding da. Das sieht einfach toll aus. So, warte, ich gehe mal hier hoch schnell. Gucken wir mal. Nee, das ist nix. Wenn wir hier hintergehen. Nee. Okay, hier scheint nichts zu sein. Oder ich sehe es nicht auf jeden Fall erstmal. Hier vielleicht. Nope. No, no. Okay. Geht's dann weiter? Ich weiß gar nicht. Hier war jetzt noch eine Box. Und da komme ich her, wenn ich jetzt da unten links laufe. Da kommen wir da zu dem einen Ort, aber da haben wir die Box schon. Guck mal, die haben wir da schon, da oben. Okay. Ist dann doch gar nicht so easy, ehrlich gesagt. Kommen wir da, ach, guck mal, da nördlich können wir noch hoch. Okay, alles klar. Stimmt, hier war ich noch nie, glaube ich. Oder selten. Da ist schon die nächste Box. Nee, tatsächlich war ich ja noch nicht. Krass, ja. Das sind die Ozeanfische. Voll schön. Küste. Man möchte direkt wieder angeln. Cool. Das war der zweite. Krass, voll schön. Auch hier die Flundern und so, wie sie alle schwimmen. Da oben ist der dritte. Den hole ich mir eben ab. Aber dann gucke ich ja nochmal kurz durch, weil ich war ja noch nicht. Ah, ist auch voll toll aus mit dem Meerengel. Guck mal. Eismeer. Viel kälter kann es nicht mehr werden. Cool. So, damit haben wir die auch. Geilomat, ey. Voll schön. Krass, wie schön das aussieht. Wenn man hier auch so hochlaufen kann. Krass, da kommt man direkt aus dem Aquarium raus. Da kann man nochmal von oben reingucken. Cool, ey. Voll schön. Guck mal, da ist der Doktorfisch, Dory und Nemo, die chillen zusammen. Oder vielleicht ist es Marlon. Sie suchen gerade Nemo. Coole Sache. Ja, voll schön. Und da war das Seepferdchen da im Hintergrund, habe ich gesehen. Ja, es macht Spaß, diese Museums-Dingsbums da. Wir waren vorhin lange nicht im Museum, so. So richtig. Das haben wir aber alle. Alle Punkte abgegangen, sind wir da. So. Na, OEG, mein Lieber. Klapp doch mal dein Buch zu. Da steht mir doch der Schnabel offen. Sie haben die Stempeljagd der Fischausstellung abgeschlossen. Ich muss inquirieren. Haben Sie dort was inquirieren? Haben Sie dort zufälligerweise auch Fotografien während der Erkundung gemacht? Ihr Nukephone kann fabelhaft Fotos schießen.
und die Fischausstellung bietet sich als prächtige Kulisse an. Huhu, ah, wie konnte ich das bloß vergessen? Hier ist selbstverständlich Ihr Preis. Dankeschön. Im Folgenden erhalten Sie Ihren Stempel für die Komplettierung dieser Stempelsammlung attestiert. Die Komplettierung attestiert. Okay, dankeschön. So, falls Sie heute noch andere Ausstellungen besuchen, sollten Sie auch dort die Stempelsuche eine distinguierte Person und so weiter. So, aber hey, ich krieg noch die Fossilien bitte. Bei meinem Gefieder, Sie haben doch tatsächlich die Stempeljagd der Fossilienausstellung abgeschlossen. Als Veranstalter dieser Jagd ist es mir eine wahre Wonne, derartige Tatendrang zu sehen. Und so möchte ich Ihnen nun mit Stolz Ihren wohlverdienten Preis überreichen. Danke sehr, damit haben wir alle drei, vielleicht kriegen wir dann noch was. Im Folgenden erhalten Sie einen Stempel für die Komplettierung. Okay. Dankeschön. Ist es wahr, Sie haben alle heute verfügbaren Stempel gesammelt? Die Stempeljagd muss Ihnen eine wahre Wonne gewesen sein. Die gefliederte Brust schwillt mir vor Stolz. Süß. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme und hoffe, Sie werden unser Museum auch zukünftig beehren. Jo, kriege ich noch was dafür oder was? Was darf ich für Sie tun? Nö. Okay. Sehr gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. So, was haben wir jetzt noch bekommen? Reiskocher? Nee, Nähmaschine? Nee. Insektenwandschmuck, Fossilienwandschmuck und Fischwandschmuck. Okay. Die würde ich mal alle aufhängen. Vielleicht ins Bad? Oder vielleicht auch ins Musikzimmer? Da haben wir jetzt ein neues Zimmer. Ich weiß nicht, ob das Musikzimmer bleibt irgendwie. Es sieht halt blöd aus, wenn man einfach Instrumente zusammenknallt. Da müssen wir auf jeden Fall noch andere Möbel reinstellen. Mal gucken, wie wir das machen. Da war noch ein bisschen Gedöns an Kokosnüsse auf der rechten Seite. Boah, es ist halt auch echt schlechtes Wetter heute. So, warte mal. Gucken wir erstmal rein. Und dann können wir sehen, was hier los ist. So, ich will nämlich gucken, was das für Dinger sind. Hier gehe ich nochmal kurz rein. So. Fischwandschmuck an die Wand. Na cool. Fossilienwandschmuck an die Wand. Auch cool. Und Insekt. Das ist bestimmt so ein Schmetterling. Ja, Mann. Die sind eigentlich cool, ganz ehrlich. Die sehen gut aus. So, warte. Die werden wir noch schön hinhängen. Die können wir eigentlich in einer Reihe lassen. Weil halt alle so ein bisschen versetzter. So, und dann so. Ja, das ist gut. Okay. Ist eigentlich cool. Okay. So, hier sind Taglampe und Wahlscheibentelefon. Das Wahlscheibentelefon kann ich mal auch hinstellen hier. So. Wisst ihr was? Wir werden. Ich mache das folgendermaßen. Ich stelle mir das Ding hier runter und das Telefon da hoch. So. Und das Metronom stelle ich einfach hier neben. Oder Taktgerät oder wie sie das hier nennen. Für mich ist das ein Metronom. So. Okay. Ja. Das bringt vor allen Dingen Platz erstmal. Wir können. Warte mal, die Punktkniestrümpfe noch ins Lager schmeißen. Und dann haben wir noch einen Song. Den können wir eigentlich mal anmachen und gucken, wie der ist. Den haben wir ja bestellt. Extra. So, zeig mal her hier. Hinzufügen. Okay. Oh, so, okay. Mein Zuhause. Komm, guck mal, wie das ist. Okay. Eigentlich süß. So, die Emma spielt Animal Crossing. Grüße an dich, Emma. Ich gucke mal kurz noch auf so ein. Ach ja, stimmt, wir waren noch gar nicht bei Tom heute. Das muss ich noch machen, auf jeden Fall. Hier gibt es noch Zeug. Da können wir noch eventuell Sachen bestellen. Aber allein, dass wir für die Bonusmeilen, müssten wir da schon gucken. Ein Traum vom Eigenheim. Cool. Sehr gut. Gibt es nochmal 2000 Meilen. Wow. 5000 haben wir jetzt. Wieder. Das ist sehr gut. So, gibt es noch was? Nö. Okay. Dann gehen wir erstmal raus. Unser Haus wird immer größer. Voll schön. Gefällt mir. Okay. Ich gehe mal eben. Oder wisst ihr was? Wir gehen mal schon mal ans Handy. Nook Shopping. Buch. Gartenwasser. Okay. Regen. Sportbrille. Heuschert. Teddy. Outdoorhose rot. Die habe ich noch nicht, glaube ich. Ich bestelle die mal. Okay. Wassersportschuhe und Berglied. Das Berglied habe ich schon. Okay, das war's dann erstmal. Cool.
mal ein bisschen was wir bestellen können. Und hier gehe ich nochmal rein. Oh, Schubert ist da. Hey, Schubi. Na, ich habe dich gar nicht gesehen. Ey, tut mir leid. Was hast du denn heute? Guck mal hier. Ein paar Powerstiefel, die sind cool. Gib mal her. Ja, gekauft. Kostet dann kein wieder Geld, so. Und Taschen hat er auch. Die sind gut aus, die Powerstiefel. In Rot vor allen Dingen. Ganz schön teuer, aber egal. So, guck mal, Kunstlederrucksack in Schwarz. Nietenrucksack, der ist auch geil. Den hole ich mir. So. Ja, gekauft. Vielen Dank. Firma dankt. Recht artig. Voll geil. Und die Tasche daneben, die sieht auch gut aus. Der Rucksack sieht zwar auch gut aus, aber ich hole mir noch so eine Umhängetasche hier. So, Retro-Sporttasche. Ja, gekauft. Oh Mist, ich wollte weniger kaufen, aber ihr wisst ja, wenn Schubert da ist, dann muss man mal zuschlagen. So, dankeschön. Okay. Nö, das war's erstmal, Schubert, danke dir. Liliane, ey, die ist so süß. So, hier gehen wir kurz rein noch. Gut, dass ich hier noch vorbeigegangen bin. Hätte ich verpasst sonst. Oh, ist voll am Regnen heute. Was ist das für ein Abend, ein verregneter. Oh, Tom, hey. Oh, hallo, Nigoki. Und einfach so hat dein Zuhause einen neuen Raum, hm? Das macht alles gleich noch angenehmer. Ja, ja. Dann gäbe es noch eins. Nämlich die Kosten für den Umbau, das macht 758.000 Sternis, hm? Ah ja, bitte führe Rückzahlungen wie zuvor über den Bankautomaten des Nook-Portals durch. Da ist noch etwas, was ich erwähnen sollte. Für Umbauten an deinem Haus stehen jetzt auch Türen zur Verfügung. Oh cool. Eine neue Tür lässt dein Haus gleich ganz anders wirken. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Okay. Das ist natürlich cool. Willkommen im Nook-Portal. Ich glaube aber, ich kann nichts umbauen, während ich Schulden habe. So, ich gehe erstmal hier kurz ran. Das war der dritte Tag. Hier können wir noch Bonus meilen. Super. Und dann gucken wir erstmal, was hier an mein Shopping am Start ist. So, mein Ticket könnte ich mir wiederholen. Standardzaun, Strohzaun, Kanaldecke. Okay, Mäh. Das ist jetzt nicht so toll alles. Warte mal, so ein Tippen. Könnte man noch so ein Fußballtor? Da bräuchte ich aber zwei von, theoretisch. Vielleicht können wir so einen Bolzplatz noch anlegen. Weiß nicht genau. Nee. Aber so ein Windrad wäre cool. Guck mal, es kostet 4000. Davon haben wir schon alles, sonst. Windrad habe ich noch nicht. Ich nehme mal das. So, für 4000 Meilen ist zwar viel, ja, aber gib her. Cool. Möchtest du noch was auswählen? Nö. Und wir müssen noch mal so eine Wellenbrecher noch mehr machen davon irgendwie. So, ich gehe mal hier reingucken, ob da noch was ist. Guck mal hier, da hat es noch Japanmauer und Japanmauer und Karton und Karton. Toll. Und sonst nur Kartons. Okay. Gut. Dann wieder raus. Ciao, ciao. Wie es klappert, ey. Wie so ein Pferd höre ich mich an, wenn ich laufe. So. So, dann klockere ich mal zurück. Oh. Warte mal, ich will mit Lilly mal reden. Wie siehst du denn aus, Lilly, heute? Merkwürdig. Den ganzen Tag schon juckt es mich. Schab, schab. Ih! Magst du die Luft zu. Mag die Luft zu trocknen? Nein, du hast Flöhe, meine Liebe. Warte mal kurz, ich helfe dir. Ich fange sie dir weg. Was hast du auf einmal mit dem Herzen? Nichts weiter. Ih, das sieht doch echt nicht schön aus. So, warte mal kurz. Warte. Ich will sie halt nicht ansprechen. Bleib doch mal stehen, Lilly. Ja, nicht so. Schon okay. So, da hab ich's. Ein Floh. Habe ich ihn gefangen oder er mich? Ich hatte Flöhe. Danke, dass du sie entfernt hast. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ja. Kannst mir ja was schicken. Irgendwas Nettes. So, hier ist noch eine Post. Oh, wer ist es? Kommt hierher vor allen Dingen. Die war vorhin nicht da. Zeig mal her. Die Emma hat geschrieben. Oh. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Abos. Oh, dankeschön, Emma. Voll süß. Und Jasmin ist online. Grüße an dich, an Jasmin. Grüße, Grüße an alle. Vielen Dank, Emma. Mensch, das ist echt voll süß. So, was hat sie denn geschickt? Wo ist es denn da? Das ist noch ein Floh. Den behalte ich mal erstmal. So, Fußballtor. Lustig. Ich habe gerade gesagt, ich will eins haben. Ob sie mich ausspioniert? Wer weiß. Na gut. Aber vielen Dank, ja. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Da mache ich noch einen Fußballplatz irgendwann. Dann werde ich das zweite Tor auch bestellen. Da oben ist noch Korki im Hintergrund. Der Regen hat eigentlich was. Das ist eigentlich entspannt. Das ist gar nicht so schlecht. Na gut.
Aber ich sag, oh, nee, ich sag euch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch vielen Dank nochmal für die 100 Abos. Ich weiß, ihr seid nicht alle durch Animal Crossing da. Es gibt auch Leute, die von Stardew Valley kommen und auch tatsächlich welche von Death Stranding. Freue ich mich über alles. Falls ihr euch die anderen Serien auch angucken wollt, bitte sehr gerne, sie sind dort für euch. Frei zur Verfügung. Habt Spaß mit ihnen, wühlt durch die Folgen, wühlt durch die Episoden. Wir haben schon einiges geschafft so im Laufe der Zeit. Ja, ich hoffe, dass ihr weiterhin dran bleibt. Das wäre schön. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Bleibt euch wohl, wollte ich sagen. Gehabt euch wohl. Ist auch immer so ein blöder Ausspruch, irgendwie gehabt euch wohl. Aber das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Und ich meine es ernst, es ist jetzt nicht so dahingesagt. So, ich will, dass es euch gut geht, während ihr nicht zuseht. Und dass euer Leben in Ordnung ist währenddessen. Guti. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und ihr könnt auch liken, falls euch die Episode gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht das nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund und ja. Tschüssi.